Ich war also als letztes dran. Jetzt hat wieder jeder seine Team-Wiederholungswürfel bekommen. Ich habe wieder einen für diese Halbzeit und er hat zwei. So. Jetzt kriege ich den Ball zugeworfen. So, machen wir den ein bisschen nach hinten. Das ist, muss immer in der Nähe sein, wo der Ball sozusagen zum Aufheben ist. Diesmal brauche ich vielleicht nicht ganz so aggressiv, weil Nurgle sind nicht schnell. Ich bin ein bisschen schneller, vor allem mit meinen Wehrwürfen. Da kann ich die vielleicht mal lieber hier hinstellen, um einfach zu verhindern, dass sie mir reinlaufen. Im Zweifel kann ich sogar das hier, glaube ich, hier umstellen. Dann bin ich außerhalb von der Reichweite von dem großen Spieler. Und ich denke, ich kann den auch uns nach hinten stellen. Dann kann der nämlich nichts tun. Außer er muss halt laufen. Und er kommt halt nicht wahnsinnig weit. So. Ich denke, das ist eine sinnvolle Taktik. Kann ich schon bestätigen. Und dann kriege ich den Anstoß. Lob. Endlich auf Unglück. Ein zusätzlicher Wiederholungswurf. Brillantes Training. Das ist das, was ich schon angesprochen habe. Jetzt habe ich zwei. Und das ist schon mal 100% mehr. Und da ist er ausgelandet. Das bedeutet, mir wird der Ball einem von meinen Spielern zugeworfen. Kann ich mir aussuchen, wem. Nehme ich jetzt mal den. Und der fängt den auch auf jeden Fall. Da habe ich halt dieses Würfeln, um den Ball aufzuheben, muss ich nicht mehr tun. Was natürlich sehr angenehm ist. So, hier kann... Die haben so viel Stärke. Das ist unglaublich. So, muss ich erstmal dahin. Ich muss auf irgendeiner Seite jetzt durchbrechen. So. Abstoßendes Wesen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Und schieben ihn halt erstmal weg. Bam. So. Jetzt müssen wir hier mal weiter taggen. Du musst einfach bloß ein Stück mitlaufen, damit du irgendwie in der Nähe bist. Dich brauche ich auch hier. Als Unterstützung gegen den. Weil ich sonst keine zwei... Also, das hängt davon ab. Oh. Echt abstoßendes Anwesen. Aussehen. Hat getriggert. Für meine Stärke. Ich habe vier Stärke. Und er hat vier Stärke. Das bedeutet, ich brauche mehr Stärke als er, um zwei Würfel zu bekommen. Ich glaube, das hätte ich sogar vorher schon gehabt. Nur er hat halt drei Stärke. Und da kann ich ihn wegkicken. Folgen. Klack. So. Und gegen dich kann ich mal hier taggen. So, jetzt laufe ich am besten mit meinem Spiel. Ich könnte es passen natürlich, aber das will ich eigentlich nicht. Da will ich mal hier hin. Oder will ich sogar noch ein Stück weiter laufen? Darüber. Ich glaube, ich will noch ein Stück weiter laufen. Und dann nehme ich meine Werwölfe, um mich zu verteidigen. Weil hier, wenn ich... Wenn der als mein Schild sozusagen gegolten hätte, wäre er direkt angreifbar gewesen. Jetzt müssen sie immer blitzen, wenn sie angreifen wollen. Also wenn sie irgendwie einen von der Formation angreifen wollen. Außerdem stehen hier noch welche davor, was sehr angenehm ist. Zug beenden. So. Die sind jetzt echt nicht wahnsinnig schnell. Das bedeutet, ich kann eigentlich ganz gut hoffentlich um sie drum rumlaufen. Muss nur bloß ein bisschen den Weg freiboxen hier. Wäre vielleicht die andere Seite einfacher gewesen, weil hier sind doch die stärkeren. Die Verschlinger. Die sehen ganz schön ekelhaft aus. So, jetzt wollen sie wohl meinen Zombie hier angreifen. Deswegen hat ihn gerade zum Assistieren positioniert. Dann müssen wir es wegschieben und folgt wahrscheinlich, oder? Ja. Wie vorhin schon gesagt, es können nur Spieler assistieren, die in keiner anderen Tacklezone von irgendeinem Gegner sind. Sprich, er hier zum Beispiel kann gegen ihn nicht assistieren, weil hier noch ein Gegner neben ihm steht. Ah, und da geht einer down mit den Angreifern. Das finde ich richtig gut. Der hat, glaube ich, schon mal irgendwann neu gewürfelt anscheinend. Das bedeutet, dass durchboxen könnte ich ein bisschen einfacher werden. So, erstmal stehst du auf. So, du hast gar niemanden mehr, der hier irgendwie in der Tackle Zone ist von dir. Dann laufen wir doch mal hier hin. Wir wollen ja aber eigentlich hier durch. Ich muss nach der Mitte, muss ich nicht attackieren, deswegen greifen wir dahin an. Sehr gut, der geht down. Doch, eigentlich will ich folgen.
Das Problem ist, ich kann nicht über Felder laufen, wo natürlich Spieler stehen. Was ungünstig sein kann im Zweifel. Hier muss ich mal hier hochlaufen, damit ich mir erstmal assistieren kann selber. Und dann gibt es hier Angriff. Und bei Rasen, der hat die Eigenschaft Rasen, der muss immer folgen. So, jetzt kann ich aber hier zum Beispiel so, hier rumlaufen. Zack, 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 zack. Nein, ich will nicht. Ich möchte nicht passen, dankeschön. Also wenn ich hier passe, seht ihr, der hat 17% Wahrscheinlichkeit, dass er abfängt, der hat 17%, dass der Pass überhaupt ankommt und der hat nochmal 67% Wahrscheinlichkeit, dass er fängt. Was alles nicht hilfreich ist. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken, wie wir unseren Schild wieder aufbauen. Zum Ball gehen. Der versucht also... Ah, gut. Wollen wir erstmal irgendwo anders uns bewegen oder irgendwas anderes tun, bevor wir ihn laufen lassen? Haben wir, glaube ich, keine guten Optionen sonst. Ich kann nochmal ausweichen. Ich glaube, das ist zum Ball gehen vorher besser. Von der Wahrscheinlichkeit her. So, das hat funktioniert. Jetzt versuche ich hier nochmal auszuweichen, um einfach noch ein besseres Schild aufzubauen. Zwei Drittel, ne? Oh, und es hat nicht geklappt. Ja, jetzt kann ich meinen Wiederholungswurf benutzen. Weil das ist eigentlich wirklich wichtig, dass ich hier ein Schild habe. Und diesmal hat es geklappt. Es kann aber auch manchmal sein, dass es einfach beide Male schief geht. Was echt nicht schön ist. So, jetzt könnte ich hier noch angreifen, aber... Ne. Am Ende liegt der nur und dann kann der Gegner einfach weglaufen, ohne dass er einen Zug machen muss, um gegen meinen Spieler zu gehen. Und ich will ja, dass er die Züge eigentlich auf die Spieler hier verwendet, um nicht gegen meinen Ballführenden hier oben gehen zu können. Er blitzt wieder gegen meinen Zombie. Und Zombies sind nicht ganz so schlimm, die sind ziemlich billig und hinterersetzbar. Er geht normalerweise K.O. Wie gesagt, keine längeren Auswirkungen, ist einfach, dass er K.O. ist. Das ist die Verletzung sozusagen, die ausgewürfelt wurde, nach dem Rüstungsbrecher. So, die wollen jetzt den Zombie wohl auch noch wegkicken. Der lässt aber bloß wegschieben. Ist ein Zombie, der ganz gut zu Fuß ist. Dadurch kann der aber hier frei rumlaufen, der allerdings wieder zu dem Zombie geht. Das finde ich okay. Also solange die sich auf die hier unten alles fokussieren und mit meinem Spieler hier oben nichts tun, finde ich das okay. Und wir hoffen, dass er jetzt nicht tot ist gleich. Nö. Kein Rüstungsbrecher. Mein Werwolf sollte aber bitte nicht verletzt werden. Weil das wäre echt fies. Werwolf ist nämlich sehr, sehr wertvoll. So, wie weit komme ich denn mit dem? Ich komme mit dem locker in die Touchdown-Zone. Kann ich jetzt eigentlich direkt tun? Oder ich verprügel noch ein paar Leute. Das ist natürlich riskant. Noch ein bisschen verprügeln. Na gut. Erstmal das lieber, glaube ich. War, glaube ich, auch die einzige gute Möglichkeit, irgendwie uns zu verprügeln. Wir laufen einfach in die Touchdown-Zone. Wir sehen, ob unser einer K.O. wieder kommt. So. Nur wieder unfassbar an Touchdown gemacht. Hup, hup. Ja, das ist immer eine kleine Zwischensequenz, die abhängig ist vom Spieler, der einen Touchdown, oder vom Charaktermodell, der einen Touchdown gemacht hat. Und mir ist nicht ganz klar, im ersten Blood Bowl... Schade, keiner hat sich erholt. Im ersten Blood Bowl hatte jede Rasse ihre eigenen Cheerleader. Das ist hier leider anders. Hier sind Cheerleader immer menschlich. Das ist ein bisschen schade. So, du beschäftigst wieder den Dicken. So. Dann nehmen wir dich mal hier hin und dich hier hin. Hallo? Das geht nicht ganz schnell, sondern nicht ganz cool. So, wir haben euch so beschäftigt. Du bist mal... Ja, wobei, du bist ein Zombie. Du stellst euch mal hier hin mit dazu. Hier ist noch ein Feld dazwischen. So sieht das, denke ich, ganz gut aus. Ich kann sie eigentlich hier ein bisschen verteilen, weil ich muss jetzt angreifen oder ein bisschen den Ball in ihrer Hälfte halten. Für ein paar Runden noch. So. Dip, 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 dip. So sollte er eigentlich im Feld liegen bleiben. Wir kommen dieser Halbzeit einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist natürlich fies. Also bei jedem Anstoß gibt's
so ein Anstoßereignis. Das kann gut sein, wie solche zusätzliche Wiederholungswürfe. Das kann aber auch ziemlich schlecht sein. Wie einfach mal zufällige Spieler auf dem Feld gehen K.O., weil Steine von den Zuschauern aufs Spiel geworfen werden. Das passiert halt einfach mal. Und wie ihr schon gesehen habt, man kann sich sogar Zauberer kaufen für ein Match, die dann ziemlich mächtig sind, weil sie zum Beispiel Feuerbälle oder ähnliches aufs Spielfeld werfen können. Womit man halt ganz schön viele Gegner K.O. hauen kann. So, das Spiel nur weg. Meine Zombies sind ganz gut im... Was ist es eigentlich? Nur in der Nürgelbestie beschäftigen. Ah, da geht einer von meinen Blitzern tot. Ist nicht so toll. Rotfeder ist da tot gegangen. So, und der bleibt standfest. Ich kann auch entscheiden, dass er weggeschoben wird, aber habe ich eigentlich keinen Grund, warum würde ich ihn wegschieben lassen. Ist ja Quatsch. So, was macht er als nächstes? Nee, ich bin dran. Okay. Dann bin ich ja dran. So, können wir ihn unterstützen, dass wir hier schon wieder einen loswerden? Jawohl. Ja, weg. So, und direkt K.O. gehauen. Sehr gut. Da ist wieder einer runter. Du stehst auf, weil du sollst ja dort die Leute beschäftigen. Du stehst auch auf, um hier die Leute zu binden. Und dich brauche ich eher hier drüben anscheinend, weil der Gegner scheint ein bisschen hier drüben sich zu fokussieren. Deswegen läufst du einfach mal hier rüber. Wie gesagt, die Werwölfe sind eigentlich ganz angenehm, weil sie sehr schnell die Seiten wechseln können. Und dich brauche ich mal kurz als Unterstützung gegen hier. Einfach nur, damit ich mehr... So, und wir folgen. Mehr Stärke habe. Hier habe ich nur einen, weil ich halt die gleiche Stärke jetzt habe. Wir versuchen es trotzdem mal. Weil das ist okay. Ich habe ja Block. Ich könnte jetzt versuchen, bis dahin zu laufen, um den Ballführer zu taggen. Das versuche ich jetzt auch mal, weil das ist das Letzte, was ich sonst, glaube ich, in dieser Runde eh machen würde. Ja, zweimal gewürfelt, geschafft, geschafft. Sehr gut. Damit stehe ich schon wieder am Ballführer dran. Der ja sowieso nicht so wahnsinnig schnell ist. Ich will eigentlich nur verhindern, dass sie in mein Feld kommen. Und damit zwinge ich ihn, mich anzugreifen mit einem Blitz. Und man hat nur eine Blitzaktion pro Runde. Sprich, einmal darf man rennen und angreifen, ansonsten kann man nur angreifen, wenn man halt direkt dran steht an den Gegnern. Deswegen bleibt man immer in der Nähe normalerweise. Oder häufig in der Nähe, ist eine taktische Entscheidung. Jetzt muss ich wieder an den Ballführern dran, weil mein Spieler, der sozusagen den Ballführern behindern sollte, da leider ausgenommen wurde. So, wir sind weiterhin standfest. Und der ist auch blöd. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob der eine Tackle-Zone hat, wenn er so blöd hat. Nein, er hat keine Tackle-Zone. Er greift mich nicht mal an. Sprich, ich kann einfach durchlaufen. Zum Beispiel dahin. Oder. Nee, oder einfach dahin. Weil er hat keine Tackle-Zone, weil er gar nichts macht. Er tut null. So. Jetzt mach mal dich erstmal weg, damit wir hier ein bisschen besser durchlaufen können. So, und wir folgen. Bam. So, und dann müssen wir irgendwie mal gegen ihn gehen hier. Was nicht funktioniert unter Umständen. Jetzt kann ich hier gegen ihn. Ah, wegschieben hilft zumindest ein bisschen. Da habe ich hier ein bisschen Platz. Aber ich habe natürlich meinen Charakter so hingestellt, dass ich nicht durchkomme. Ich kann hier nur mit einem blitzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut und nicht ausreichend vor allen Dingen. Dip, 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 dip. Hier habe ich überall nur einen. Ein Würfel ist nicht gut. Aufstehen. Halt, ist ja falsch. Ich kann mich natürlich hier hinstellen, auf jeden Fall, um da einfach mal ein bisschen zu behindern, weil dann muss er mich angreifen. Und hier ist eine ziemliche Wand aus meinen Spielern. Ich versuche trotzdem mal zu blitzen.
Es ist okay. In dem Fall ist es okay. Und da ist sogar einer noch eine Runde weitere tot, weil ich Clown habe und damit Blitzaktionen stärker sind, soweit ich das weiß. Hier. Ah ne, mir wird zu Boden geworfen und durchbricht die Rüstung. Ja, ich mache also schneller Verletzungen. Ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit ihm einen Rüstungswurf zu machen. Einen Rüstungsbruch zu machen. Und der läuft ganz schön weit für seine Verhältnisse und blitzt mich dann auch noch. Und dann schafft es nicht, den letzten Meter zu laufen und fällt hin. Das ist ziemlich lustig. So. Du fliegst jetzt erstmal raus. Du bist aber wichtig, dass du rausfliegst. Da musst du jetzt mal neu würfeln für abstoßend aussehen. Ich will nicht weiter rauslaufen. So, dann laufen wir dahin. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich will hier hin, weil das ist eigentlich keine Nähe, der meinen kleinen Spieler rausschieben kann. Ist ein bisschen gefährlich am Rand anzulaufen, weil, wie ihr schon gesehen habt, man kann dadurch ziemlich böse Verletzungen kriegen. Und dann können wir ihn hier wegschieben. So. Störendes Wesen, dadurch hat er es nicht aufgehoben. Wir können es auch nochmal versuchen. Und es geht wieder nicht. Diesmal ist es aber unsere eigene Aktion. Nicht, weil der Ball zufällig auf unser Feld gelaufen ist, sondern weil wir die Aktion veranlasst haben und damit, wenn die schief geht, ist unsere Runde beendet. Es gibt ganz schön viele störende Wesen, die halt hier wieder drum rumstehen. Das ist ganz schön gemein. So, da kann man also nur meinen Werwurf wegschieben. Das ist okay. Hier ist der Blitz nämlich schon raus und der ist schon aufgestanden. Der kann den nur wegschieben, was nichts bringt. Und der hat nur mal neu gewürfelt dafür sogar. Standfest bedeutet, ich gehe nur auf dem gleichen Feld zu Boden, anstatt hier halt weggeschoben zu werden. Ich beschäftige halt mit zwei Spielern drei Gegner. Das ist was, was man doch mal vertreten kann. Das gleiche passiert allerdings hier auch gerade, dass zwei von meinen Spielern da dran stehen. Und ich habe trotzdem nur einen Würfelwurf dagegen. So. Das ist nicht cool. Nee, wenn, dann soll ich mit dem nur hier hinlaufen. Hallo? So, kann ich jetzt... Nee. Ich muss erstmal mit dem hier angreifen. Oder gehst du noch mit dem? Ja, ich nur einen Würfel. Also mit dem. So. Kick. Und da rasen es uns leider hinterher. Das ist nicht so geil. So, dann müssen wir gegen ihn blitzen. Bleiben. Damit ich nicht in der Tackle Zone stehe. Und dann kann ich hier nämlich assistieren, was mir nicht so lange viel hilft. Das ist doch kacke. Oder ich laufe halt mit ihm noch einen hoch. Dann müsste ich noch weiter Assistenz haben. Und dann klappt es vielleicht. Ja, jetzt klappt's. Da er rasen hat, kann er zweimal angreifen. Wenn er jemanden wegschiebt, kann er nochmal angreifen. Was sehr angenehm ist, um einen weiteren Würfelwurf zu bekommen. Man muss nur darauf achten, dass man ihn halt in die Verbündeten reinschiebt. So, jetzt stehst du nochmal auf. Wie viel Stärke hat er? 5. Und wie viel hast du? 4. Sprich, wenn ich den hier hinstelle, 50% ausweichen, ist halt echt ein bisschen fies. Der hat 67% ausweichen. Ist das Geschicklichkeit abhängig? Ja, das ist geschicklichkeitsabhängig. Sollte ich vielleicht lieber... Weil ich greife mal lieber damit an jetzt. Jawoll! Bleiben. So. Und damit kann ich mich hier hinstellen. Um es ihm zumindest schwerer zu machen, jemanden für mich auszunehmen. So. Zug beenden. Momentan, wie gesagt, bin ich einfach nur am Zeit erkaufen. Ah, 50% Ball aufnehmen ist natürlich ganz schön wenig. Aber statistisch müsste es halt beim zweiten Versuch klappen. Allerdings steht er halt immer noch in einer Horde von meinen Leuten mit einem Ball in der Hand. Und da
kann man halt schon mal so überlegen, was da wohl passieren wird. Der wäre so blöd. Sehr gut, dann habe ich sogar einen weniger, den ich angreifen muss nächste Runde. Standfest, immer standfest. Auch wenn er zu Boden geht, du bleibst da stehen. Lass dich nicht wegschieben und da ist irgendwas schief gegangen von einem. Oder er hat einfach keine Lust mehr gehabt. So. Jetzt will ich, glaube ich, erstmal direkt gegen ihn blitzen. Weil ich will den blöden Ball haben. Wegschieben ist nicht so schlimm. So, rasend. Und schieben halt nochmal weg. Ist er aus dem Spielfeld rausgeschoben. Und der Ball fliegt irgendwo hin. Das ist so üblich. Wenn der Ball aus dem Spielfeld rausfliegt, kickt halt den jemand wieder rein. So, jetzt greifen wir ihn an, um mit unserem Werwurf möglichst dahin zu gehen. Folgen. Bam. So. Jetzt erstmal die Leute platzieren. Dich taggen wir mal. Damit er nicht einfach mit meinen Leuten hinterherlaufen kann. Du stehst wieder auf. Du hast nur ein. So, jetzt. Bewegen wir uns mit dir mal dahin. Um ein bisschen den Schild aufzubauen. So, im Zweifel hätte ich gerne, dass Guppy den Ball wieder bringt. Dann hat er nämlich gleich Level 2. So. Star-Spielerpunkte hat sonst, glaube ich, noch gar keine Runde bekommen. Und Guppy, versuch mal den Ball aufzunehmen. Moment mal. Du könntest erstmal woanders hinlaufen. Nehme ich zum Beispiel hier hin, einfach mal, um da ein bisschen hinterher zu kommen. Habe ich jetzt. Ne, kann immer den Ball aufnehmen, mit dem gleichen Bewegung. Sehr gut. Und. Hat alles geklappt! Sehr schön. So, jetzt kann ich hier nochmal versuchen, ein bisschen Chaos zu stiften. Das war eine dumme Idee. Weil dadurch ist meine jetzt K.O. Und sogar richtig K.O. Rotfeder hat sich da einen Kick eingeholt von. Was war denn das für ein Ding? Rundenende. Ja, logisch. Von einem. Ich wollte wissen, was es ist. Ein Rotter. Ja, das ist einfach nur der Basis. Die Basiseinheit von denen. Und mit daran gewöhnt, dass Rechtsklick cancel ist. Sehr gut, saublöd, weil sonst wäre das schwierig geworden gegen ihn. Und er hat sogar einen Wiederholungswurf dafür, glaube ich, verschwendet. Standfest, bitte. Auch wenn er gerade down geht, standfest, bitte. Also, mir ist alles, was passiert ist, zwei Leute, die K.O. gegangen sind. Das ist okay. Passiert halt nicht viel. Leute, die sich halt verletzen, können halt wirklich dauerhafte Verletzungen erhalten, wo sie halt irgendwie weniger Beweglichkeit oder weniger Stärke oder weniger Rüstungswert kriegen. Oder halt sogar ganz sterben. Und das ist auf jeden Fall viel, viel schlimmer als das, was hier gerade passiert. Bis jetzt zumindest. Oh, das ist schon das Match. Sehr gut. Damit haben wir gewonnen. 1:0. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt, ein paar Stunden, 6 Stunden laut Steam. Und wir haben richtig wenig gewonnen. Boah, wir haben eine 1 gewürfelt. Also das Schlechteste, dass man bei einem Sieg gewinnen kann. Normalerweise kriegt man so 50.000, hier kriege ich 20.000 und kriegt auch keinen Fame bei einer 1. Das ist richtig, ach doch, einen Fanfaktor kriegt man. Das ist richtig kacke. So, hier ein Touchdown, 9 Rüstungsbrecher, 0 Touchdowns, 3 Rüstungsbrecher. Da sieht man schon, ich habe einen relativ hohen Rüstungswert. Ja, und so kann man halt ein Spiel nach dem anderen spielen. Mein Wert ist ein bisschen gestiegen, anders habe ich halt noch niemanden, den ich jetzt irgendwie aufleveln könnte. Bei meinem anderen Team. Warum habe ich jetzt hier rot? Das sind doch auch Nekros. Egal. Das ist, glaube ich, die Farbe, die ich euch ausgewählt habe. Bei dem Team hier, da seht ihr eine ähnliche Spielliste, das habe ich einfach nur zum Spaß gemacht. Da hat zum Beispiel Guppy als Ghoul schon ein Level Up, der hatte Ballgefühl bekommen. Wodurch er halt einen Wiederholungswurf hat, wenn er versucht, den Ball aufzuheben. Und Ball entreißen ist eine Fähigkeit, die nicht gegen ihn funktioniert. Das ist dann, ja. Mein höchster Teamwert ist hier momentan, Kampagne. Das ist wie gesagt die, die schon mutiert sind. Oder wo einer schon mutiert ist. Da habe ich halt hier schon zwei Level 2er. Der hier hat auch Ballgefühl bekommen von mir. Und der hat halt eine große Hand bekommen. Das Modeling sieht schon alles ganz schick aus. Das hier sind so die Chaos-Krieger. Was habe ich denn hier noch? Ein Tiermensch. Ne, Tiermenschen haben wir die ganze Zeit. Haben wir nicht noch irgendwas Größeres? Ich dachte, wir hätten noch was anderes, außer Chaoskrieger und Tiermenschen. Aber anscheinend nicht. Ja.
Und so funktioniert halt Blood Bowl 2. Und das Witzige ist, das Ganze ist eigentlich eine Umsetzung eines Brettspiels. Also eigentlich kann man das als Brettspiel, ich habe jetzt mal nachgeguckt irgendwie online, ich glaube bis zu 4 Spieler, ich kann mir nicht vorstellen, wie es zu viert geht, aber bis zu 4 Spieler als Brettspiel spielen. Was natürlich dann doch vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht, allerdings mehr Zeit erfordert, weil man halt wirklich selber würfeln muss, ganz viel. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch die Vorstellung von Blood Bowl 2 gefallen mit einem kleinen Beispielmatch. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.